Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Game Genuss. Diesmal mit einer Special Classic Ausgabe Master of Orion von 1993. Wahnsinn. Da war ich schlappe 13 Jahre alt. So, warum Master of Orion? Warum ein klassisches DOS-Spiel? Ich werde hier eine neue Reihe einfangen, die nennt sich Classic Games. Weil wir ja am Anfang mal, als wir Game Genuss gegründet haben, damals 2011, sind jetzt über drei Jahre, wir gesagt haben, wir zeigen Spiele, die wir für spielenswert halten. So, nachdem ich es jetzt endlich geschafft habe, Fraps und DOSBox so miteinander zusammenzubringen, dass es läuft, spielen wir doch mal eine Runde Master of Orion. Wir machen es ein bisschen interessanter, wir spielen auf Durchschnitt, große Galaxie, große... Gut. Was machen wir? Was nehmen wir denn? Langes Spiel. Nehmen wir mal Large. So. Lad. So. Jetzt nehmen wir mal die Cycles ein bisschen hoch, damit es ein bisschen schneller läuft. So, am Anfang Master of Orion. Ein ziemlich primitives 4X-Spiel. Wobei für damalige Verhältnisse gigantische Möglichkeiten. Wir dürfen uns hier eine Rasse aussuchen. Was nehmen wir denn? Menschen. Mirshan. Ja, ein bisschen Kilrati-Style. Silicoids sind so. Wir können überleben. Ne? Immune to hostile planet environments. Das heißt, es ist völlig egal. Die haben immer maximale Bevölkerung. Die Sakras, die vermehren sich wie die Ratten. Psylon sind die Superforscher. Alkari Superpiloten. Die Klakons haben einen erhöhten Bauwert pro Bevölkerung. Bulrati. Super Bodenkämpfer. Meckler haben bessere Fabriken, dadurch haben sie mehr Produktion. Und die Darlok sind super Spione. Wir nehmen mal die Menschen. Und nehmen mal als Farbe Weiß. Und den Namen Lucitus. So. Auf Sol. Ladebildschirm. Das waren damals noch Zeiten. Zu DOS. Dieses Spiel hat auf 4 oder 6 Disketten gepasst. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also 1,44 Megabyte HD-Disketten, falls ihr es nicht mehr kennt. Ja, das ist dieses tolle Speichersymbol, bloß in groß. So. Da haben wir die Übersichtskarte. Und wir sehen, die Grafik ist gigantisch. So, werfen wir mal einen Blick drauf. Wir haben unser Heimatplaneten. Da können wir die Ökologie, die Industrie, Verteidigung, Schiffsbau und Technologie, also Forschung, einstellen. Und wir haben jetzt gerade 50 Millionen Einwohner von maximal 100. Wir setzen das mal auf Maximum und setzen es gleich fest. Werden wir später sehen, wieso das sinnvoll ist. So, dann haben wir 2 Scoutschiffe und ein Kolonieschiff. Und hier haben wir auch schon Planeten in Reichweite. Da schicken wir mal 1 Scout hin. So, Reichweite bedeutet 3 Parsec am Anfang. Die Scouts haben 6 Parsec, also die haben 3 Parsec mehr, genauso wie die Kolonieschiffe. Wenn man sie entsprechend baut, muss man dazu sagen. Ja, und da schicken wir auch einen Scout hin. Und da sieht man jetzt, die sind jetzt 3 Runden unterwegs, beziehungsweise, wo ist der andere? Irgendwo da drunter. Kann man hier nachgucken. Hier. Flotte. Specs kann man auch gleich nachgucken, was sie alles drin haben. Ne? Unsere Scouts sind unbewaffnet, haben aber einen Reserve Tank. Und die Kolonieschiffe natürlich, entsprechend Koloniebasis. So, gucken wir uns mal den Planeten an. Das ist Sol, also das Planetensystem. Da sehen wir die Anzahl der Bevölkerung, die Fabriken. Terran and Weimar, englische Wörter? Ne? Terranische Umgebung, das heißt erdähnlich in dem Fall. Ja, maximale Bevölkerung kriegen wir auf solche Planeten. Es gibt natürlich noch viele andere Arten. So, wir klicken uns jetzt mal ein paar Runden hier durch. Und haben hier einen Wüstenplaneten gefunden, auf dem es Artefakte gibt. Das heißt doppelte Forschungszahl. Und wir haben was gefunden. Klasse 2 Deflektorschilde. Wee! So, und das schicken wir dann gleich mal unser Kolonieschiff hin. Mineral pur, das heißt halbe Ressourcen, nicht so prall. Naja,
Kann man trotzdem bevölkern, ist arid, also trocken, heißt das. So, währenddessen wächst hier meine Bevölkerung und wir bevölkern Murik. Zwischensequenz. Wir bleiben bei Murik. Und da hat er schön das Fähnchen aufgestellt. So, Kolonie mit 2 Millionen Einwohnern. Wollen wir natürlich, da maximal kriegen wir nur 15 drauf. Noch wird sich ändern. Es gibt ja Terraform-Technologie. Schicken wir mal 13 Millionen hin. So, und da fliegen sie. So. Eigentlich müsste der jetzt automatisch umschalten. Na, gehen wir mal eine Runde weiter dann. Wir erforschen derweil jetzt mal hier weiter die Sternensysteme. Tack. Ne, macht er nicht. Ist entweder ein Bug oder. Ja. Wir stellen es ja trotzdem wieder auf fix. Ich erkläre euch auch wieso. Habe ich ja vorhin gesagt. Jedes Mal, wenn wir Fabriken bauen, wächst die Industrie. Wenn die Industrie wächst, produzieren wir mehr Müll. So, und dementsprechend, damit der Müll nicht überhand nimmt, müssen wir ja immer einen bestimmten Anteil auf Eco setzen, damit der Müll nicht die Bevölkerung reduziert oder die Produktion oder was auch immer. Und er passt es dann automatisch an. Also je mehr Fabriken er hat, desto mehr wird er in Eco reinstecken. Werden wir dann aber sehen. Ja, hier ist er noch im Basteln von Bevölkerung. Mittlerweile. Immer noch kein Waste. 0,8 Industrie pro Jahr. Oh, und da kommen wir schon zu einem der Gründe, warum das Spiel Master of Orion heißt. Wir dürfen jetzt in einen Raumkampf gegen den Guardian. Und der Guardian, 6000 Hitpoints sieht man hier, mein Scout hat 3. Der Guardian bewacht Orion. Orion ist ein Planet, da gibt es doppelte Produktion und vielfache Forschung und jede Menge Lost Tech, die man nicht erforschen kann. Dazu muss man aber erstmal den Guardian besiegen. Und da haben wir natürlich noch keine Chance. Pock, weg. Ja. Radiated können wir noch nicht besiedeln. Haben wir noch nicht die Technologie dazu. Ja, und hier sieht man, jetzt ist Eco ein bisschen angewachsen, damit sie auf Clean bleibt. Weil wenn ich hier runtergehe, Waste. Und Waste ist nicht gut. So, Sol könnte langsam, ja, maximale Bevölkerung, dann schaltet er nämlich automatisch um. Tack, auf Industrie. Können wir uns auch hier die Planeten angucken, wie sie aussehen, wie viel Populationswachstum, wie viel derzeitiges Population vorhanden ist, wie viel Fabriken, die Produktion und Nodes. Wir sind jetzt natürlich forschungstechnisch, hinken wir ein bisschen hinterher, weil ich erstmal die beiden Planeten hier hochbringen will. So, und jetzt wird erstmal ein Weilchen nichts passieren. Ich klicke mich hier durch. Master of Orion war damals, als es rausgekommen ist, eines dieser wegweisenden, genrebestimmenden Spiele im 4X-Bereich neben Civilization und später dann auch Master of Magic, was ja dann aber eigentlich mehr so ein Derivat von Civilization war. Es gibt bis auf den zweiten Teil Master of Orion, und dazu werde ich auch noch eine Spielereihe machen, weil ich finde, der ist persönlich noch besser als Master of Orion. Gab es seitdem kein Spiel mehr, was meines Erachtens vom Spielspaß und dem Wiederspielwert und der Tiefe und dem Gefühl, ein Reich zu verwalten, wieder da rankam. Es gab viele Versuche, es gab auch viele Spiele, die rankamen, also. Meine persönlichen Favoriten dahingehend sind. Oh, was haben wir denn da? Ein feindlicher Scout von den Klackons. Sword of the Stars oder Distant Worlds ist zum Beispiel auch nicht schlecht, aber alle, denen fehlt irgendetwas, was Master of Orion hatte und das Ganze so speziell gemacht hat. Ist so schwer zu beschreiben. Ich kann es auch nicht sagen, aber auf jeden Fall Master of Orion. Und der Zweier noch mehr, die gehören eigentlich zu den Spielen, die ich immer spielen kann. Genauso wie damals zum Beispiel, was ich immer noch gerne spiele, Dune 2, auch so ein Klassiker von 93 bzw. 94. Oder XCOM, Enemy Unknown, der erste Teil von 96. Damals wurden Genres geprägt,
Und das sieht man auch bei Ego-Shooter, ne? Ich sag nur Doom, mittlerweile darf ich es ja wieder sagen, ist ja nicht mehr auf dem Index. Das sind Spiele, die haben das Genre geprägt. Oh, da wollte ich nicht hin, das ist Orion. Haha, während ich hier labere. Ich habe übrigens hier mal ein Kolonieschiff in Auftrag gegeben, ne? Weil hier sitzt schon der Klackern rum. Finde ich nicht nett. Den Planeten will ich haben. Wo war ich jetzt? Ja, genau. Genrebestimmende Spiele. Und so gibt es für jedes Genre aus der DOS-Zeit in den 90er Jahren ein Spiel, wo man so sagen kann, so, das ist der Prototyp dieses Genres. Für Plattformer haben wir auf dem PC Prince of Persia. Ja. Alles, was danach kam. In der Richtung. Zum Beispiel selbst Assassin's Creed, ja, gehen alle zurück auf Prince of Persia. Echtzeitstrategiespiele gehen zurück auf Dune 2, das erste richtig erfolgreiche Spiel in dem Maß, noch mehr als Warcraft. Das kam dann erst mit Warcraft 2. Globalstrategie, klar, Civilization. XCOM hat eine Mischung aus Taktik und Strategiespiel in einem. Ist auch so ein Genre zeigendes Spiel. Und dann, ja, haben wir noch Civilization für 4X-Spiele und Master of Orion. So, gucken wir mal hier weiter. Passiert ja gerade nicht viel. Ich schubse meine Raumschiffe durch die Gegend, baue ein Kolonieschiff. Und fürchte fast, ich werde auch zwei, drei Kriegsschiffe bauen müssen, um den Klakon-Scout dort zu vertreiben. Ja, da bauen wir dann mal Fighter. 9 Stück. Was können die denn? Was können. Oh, na, da wollte ich noch gar nicht hin. Ha, schauen wir uns später an. Specs. So, was haben die Fighter? Eine Laserkanone. Oder nehme ich lieber Destroyer? Ich glaube, ich nehme lieber Destroyer. Die haben nämlich. Genau, einer reicht. Zack. So. Oh, ich kann das forschen. Deep Space Scanner. Genau, Waste auf 80% reduzieren. Klasse 3 Deflektorschilde. Terraforming, sehr wichtig. Hydrogen, Fuel Cells. Handlaser für den Bodenkampf. So. Forschungsziele gesetzt. Und jetzt können wir uns mal diesen Planeten hier holen. So. Achso, der ist schon fertig hier. Deswegen, ja, wie man sieht, also Produktion. Schiffe kosten Upkeep, reduzieren die tatsächliche Produktion, die man hat. Also 37 habe ich das Potenzial durch meine Schiffe, die ich jetzt gebaut habe, gehen mir 5 verloren. Kann man das hier irgendwo sehen? Genau, 11,6% braucht meine Schiffe Spending. Dann kann ich später natürlich noch Spying, Bases, Security und so weiter aufgeben.